Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer Spontanlegung, in der wir einfach mal schauen möchten, ja, welches Highlight euch innerhalb der nächsten 4 Wochen erwartet. Das ist eine zeitlose Legung, das heißt, je nachdem, wann du auf dieses Video stößt, könnte es hier wichtige Informationen für dich enthalten und wir schauen auch, in welcher Energie du dich aktuell befindest, sodass du für dich schon mal prüfen oder reinspüren kannst, ob diese Legung stimmig für dich ist. Denn, ich sage es immer wieder, sind allgemeine Energien. Das heißt, sie können, sie müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. So, ihr Lieben, wir schauen mit den Tarotkarten, in welcher Energie du dich denn aktuell befindest. In welcher Energie befindest du dich aktuell? Ich lasse die Karten wie immer springen. Dann hier schon mal die Königin der Schwerter. Hier haben wir die drei Münzen. Und die vier Kelche. So. Okay. An der Unterseite zeigen sich hier die zwei Stäbe. Okay, also die Königin der Schwerter ist, das könnte jetzt eine Waage, Wassermann oder Zwillinge-Energie sein. Vielleicht hast du so eine Energie in deinem Chart, ne, astrologisch gesehen, oder du agierst momentan wie eine Königin der Schwerter und das ist eine sehr klare Energie, eine Business-Energie. Also du lässt dich hier gerade nicht momentan großartig von Emotionen leiten und lenken. Du hast hier irgendwie für dich gerade Linien, gerade Ziele, die du ja auch irgendwo für dich erreichen möchtest. Das können jetzt in jedem Lebensbereich sein, weil wir haben hier auch die drei Münzen. Es kann sich in erster Linie auch um eine finanzielle oder materielle Energie handeln oder auch um das Thema Arbeit. Und es geht hier darum, irgendeine Meisterleistung zu vollbringen. Ne? Du hast in einem Bereich dir schon Wissen angeeignet, möchtest dich jetzt aber hier in einem anderen Bereich auch weiterentwickeln. Und hier geht es einfach darum, dass du dich für dich ja, etablierst, dass du in eine andere, in eine höhere Ebene gehst. Wie gesagt, das kann jetzt das Berufliche sein, das Finanzielle, aber auch deinen eigenen Wert für dich an sich, also alles, was Thema Selbstwert angeht. Und da bist du jetzt in einer sehr klaren Energie, ne? Also hier, du lässt dich da nicht mehr so wirklich runterziehen. Du weißt, okay, Fab, so ist es. Du kommunizierst sehr klar, du weißt, wo du hin willst. Und wir haben hier so ein bisschen die vier Kelche. Nicht nur so ein bisschen, wir haben hier die vier Kelche. Das ist eine Energie, wo du vielleicht in der Vergangenheit einfach dich hast so ein bisschen treiben lassen, wo du jetzt nicht unbedingt, ja, wie soll ich sagen, da viel Energie in bestimmte Dinge gesteckt hast, sondern du warst eher in so einer träumerischen und leicht trotzigen oder angesäuerten Energie. Und jetzt willst du aus dieser Energie raus, ne? Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit dir immer auf einen Kelch fokussiert, den du für dich wahrscheinlich dir gewünscht hast, aber den du nicht bekommen konntest und hast aber nicht die Ressourcen gesehen, die du hier mit diesen drei Kelchen schon hast. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt sein kann, dass du sagst, okay, das, was jetzt für mich gerade hier nicht zu holen ist, das soll jetzt auch gerade noch nicht für mich sein. Und du versuchst hier in eine höhere Ebene für dich zu gehen und dich eben auf die Dinge zu fokussieren, die momentan tatsächlich auch greifbar für dich sind oder die du beeinflussen kannst. Ne? Das kann jetzt, wie gesagt, das Business sein, die Finanzen sein, deinen eigenen Selbstwert. Vielleicht möchtest du dich ja auch verändern. Und du gehst jetzt in eine sehr klare Energie. Ne? Also du lässt dich ja auch nicht mehr von Emotionen runterziehen, sondern du verfolgst hier klare Ziele, weil du dir vom Kopf her wirklich bewusst gemacht hast, was ist momentan möglich und was ist eben nicht möglich. Und du möchtest hier nicht mehr irgendwelchen Tagträumereien hinterherhängen, sondern du möchtest jetzt Dinge hier machbar machen, die auch machbar sind oder umsetzbar sind. Wir haben nämlich hier die zwei Stäbe. Es kann sich hier auch um bestimmte Entscheidungen handeln, in denen du dich aktuell befindest. Das können ja Entscheidungen sein, wo du momentan vielleicht das Gefühl hast, dass die noch nicht getroffen werden können, die du aussitzt, weil die zwei Stäbe ist auch für mich eine Situation, in der man beobachtet. Ne? Du beobachtest irgendetwas, du prüfst hier genau. Du bist vielleicht auch nicht mehr so leichtsinnig in bestimmten Dingen, sondern du fokussierst dich, wie gesagt, auf machbare Ziele, beobachtest Situationen. Und du prüfst aber eben auch genau, wie gesagt, was ist momentan umsetzbar, was ist realisierbar, was ist machbar und was eben nicht.
Aber du hast ja auch schon bestimmte Dinge erreicht. Die zwei Stäbe zeigen natürlich aber auch Chancen und Möglichkeiten, die sich hier auftun könnten. Und du weißt eben noch nicht, welche Entscheidung oder welche Richtung du einschlagen sollst. So, und jetzt schauen wir doch mal, wo entwickelt sich das Ganze denn hin? Also, was wird denn hier so wirklich dein Highlight? Ah, interessant. Da haben wir hier schon mal den Tod und die 10 Schwerter. Gerne noch 2 Karten, bitte. Die Sonne, unglaublich. Wartet, eine Karte lasse ich noch springen und dann nehmen wir noch die Karte an der Unterseite. Eine Karte bitte noch. Wo führt das Ganze hin innerhalb der nächsten 4 Wochen? Der Magier. Und an der Unterseite gibt es ja nicht die 10 Münzen. Guckt euch das an, ich war verrückt. Also, unglaublich. Also wir haben ja erstmal 3 große Arkana-Karten und wir haben ja aber auch eine Energie. Der Tod ist das natürliche Ende einer Situation. Ne? Das ist ja das, was ich hier oben auch schon gesagt habe. Du fokussierst dich auf das Machbare. Du lässt eventuell auch hier diesen Kelch, den du bisher nicht erreichen konntest, einfach jetzt los und sagst, nee, ne? Der Tod steht natürlich aber auch hier ganz klar für eine transformative Energie. Du transformierst etwas. Ne? Und hier die 10 Schwerter. Die 10 Schwerter ist ja im Tarot auch eine Karte, die sagt, okay, ich setze, also der Tod ist das natürliche Ende, die 10 Schwerter ist ein bewusst herbeigeführtes Ende einer Situation, einer Einstellung, einer Verhaltensweise, einer Verbindung, eines Arbeitsvertrages, irgendetwas. Also es wird dir bewusst auch etwas von dir beendet, was aber sowieso an der Zeit war und auch ein natürliches Ende gefunden hat. Und du transformierst ja. Na, der Tod ist für mich Skorpionenergie. Skorpione haben die Kraft, wirklich wie Phönix aus der Asche zu steigen, ne? Oder sich von jetzt auf gleich völlig zu transformieren, ne? Also sage ich jetzt mal vom armen Kerlchen zum reichen Millionär zum Beispiel, ne? Also der Skorpion ist so eine ganz, ganz extreme Energie. Bei Skorpionen gibt es nur Schwarz oder Weiß. Da gibt es keine Grautöne. Und ich habe so, wie gesagt, das Gefühl, dass du dich hier bewusst für etwas entscheidest, wo du sagst, okay, stopp, ne? Ich gehe aus der Situation raus. Das ist hier das herbei, also das bewusst herbeigeführte Ende, aber es wäre sowieso jetzt von dir verlangt worden, da wirklich auch so oder so rauszugehen, ne? Oder es wäre automatisch zu einem Ende gekommen, zu irgendeiner Transformation. Und dann haben wir hier, guckt euch das an, die Sonne, 5. Haus, Löwe-Energie. Und hier haben wir den Magier. Das ist, also das ist eine wahnsinnige Energie, dass du hier wirklich vielleicht aus einer sehr, wie gesagt, stagnierenden Energie jetzt wirklich hier auf die Bühne kommst. Sonne, 5. Haus, ist auch das Haus der Bühne. Du zeigst dich, du weißt, was du wert bist. Der Löwe weiß um seinen Wert. Der Löwe ist stolz, der ist mutig, der hat auch eine gesunde Dominanz an sich, ne? Der strahlt. Und hier haben wir den Magier, das ist der Alchemist unter den Tarotkarten. Du verbindest hier verschiedene Aspekte. Wir haben hier ja alle Elemente: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und du hast gerade, oder da entwickelst du dich tatsächlich hin, hier die Gabe, irgendetwas in die völlige Transformation zu bringen. Also auch wenn es vielleicht in der Vergangenheit Situationen gab, wo du das Gefühl hattest, es hat sich so überhaupt nichts vorwärts entwickelt, ne? Ist es jetzt hier möglich, dass du aufsteigst, dass du in einer Situation aufsteigst, dass du dich sowas von transformierst, wirklich von 0 auf 100 könnte man auch sagen. Und du machst aus dem, was du hast, etwas sehr Wertvolles, weil wir haben hier die 10 Münzen. Das ist erstmal eine wahnsinns finanziell erfolgreiche Karte. Also wie ich das hier oben auch schon sagte, wenn es bei dir um das Business geht, um die Finanzen geht, dann hast du hier irgendeine Idee oder irgendwie handelst und agierst du oder veränderst dich, dass du dich auch in den Finanzen wahnsinnig stabilisierst, ne? Oder du schreibst eventuell auch ein Buch, ne? Wir haben hier Merkurenergie, das ist auch ein Buch schreiben oder mit Kommunikation oder mit deinem Wissen auch irgendwie Geld zu verdienen. Und du transformierst hier etwas. Auch hier haben wir eine Merkurenergie. Und wie gesagt, vielleicht hast du auch irgendwie mit der Öffentlichkeit zu tun, ne? Also hier ist eine wahnsinnige Chance, dich völlig transformiert im Außen zu zeigen.
wundervolle Energien, positive Energien. Ich meine, ich sage auch immer, verausgabt euch nicht, nutzt zwar logischerweise die Energie, die ihr habt, aber es geht auch hier ganz klar darum, trotzdem gut auch immer auf euch aufzupassen, ne? Aber hier geht es um etwas Stabiles. Ihr erkennt euren Wert, es kommt finanziell eine absolute Besserung hier rein. Es ist, wie gesagt, auch das Thema Arbeit. Ich habe jetzt nicht mehr großartig das Gefühl, dass es hier unbedingt um emotionale Angelegenheiten geht, sondern tatsächlich um berufliche und finanzielle Dinge. Und natürlich euren eigenen Wert oder ihr habt besondere Ideen. Wenn es sich allerdings tatsächlich hier um eine Liebessituation handeln sollte bei dem einen oder anderen, ist auch da eine absolute Transformation möglich. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber sagen, auch hier geht es dann darum, in eine neue Beständigkeit zu kommen, über heilende Gespräche. Wir haben Merkur in Jungfrau-Energie hier. Heilende Gespräche, es geht um das Thema Beständigkeit, Stabilität. Und hier könnte man sich auch vielleicht wirklich neu zu schätzen, also dass man sich lernt, das Gegenüber auch wirklich auf eine andere Art wieder schätzen zu lernen. Ja, das war jetzt wieder ein Wahnsinnssatz. Ihr wisst, was ich meine. Und ich bin mega begeistert. Wir schauen jetzt noch mal mit den Tarotkarten, lasse ich noch mal zusätzliche Energien springen, was wir hier noch für Informationen bekommen. Welche Lenormand-Karten werden für diese Legung fürs Kollektiv hier wichtig? Ja, warte, wir nehmen erstmal die hier, nicht, dass es dann zu viel wird. Wir haben hier den Fuchs, den Blumenstrauß, wieder die Sonne, gibt es ja nicht, das Kleeblatt und an der Unterseite den Turm. Der Turm steht ja auch in der erlösten Form immer für eine wahnsinnige Reife und auch für eine Stabilität. Für eine Energie, die auch von Schutz spricht. Ne? In einem Turm kann ich mich auch schützend zurückziehen. Aber es kann auch eine Energie sein, wo man sagt, okay, ich komme jetzt hier in eine Reife und Weisheit, die ich eventuell vorher nicht hatte. Der Fuchs steht für also viele, klar, es ist natürlich auch die Karte der List, Tücke und Vorsicht, keine Frage, aber für mich ist der Fuchs hier eher, wie soll ich denn das sagen, auch eine sehr intelligente Energie. Ich lasse gleich nochmal eine Klärungskarte auf den Fuchs springen. Welche Bedeutung hat der Fuchs in dieser Legung genau? Eine Klärungskarte bitte für den Fuchs. Da haben wir gleich zwei bekommen. Die Wege und und die Fische. Ist interessant, weil es geht hier, wie gesagt, um Entscheidungen. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Vielleicht bist du momentan auch noch unsicher, welche Entscheidung du hier treffen sollst, oder was du eigentlich für dich möchtest. Die Fische steht für mich aber zum Beispiel auch alles so für das Thema Emotionen, aber auch für das Thema Finanzen, für das Thema Süchte, eventuell auch das neptunische Prinzip, zwölftes Haus, ne? Also wer sich auch hier eventuell körperlich auch transformieren möchte, ne? Da weiß man jetzt genau, was ist denn hier richtig und falsch für einen. Also falsche Dinge, die dir nicht mehr gut getan haben, da entscheidest du dich jetzt, das hier auch wirklich loszulassen. Wir haben nämlich hier, und das ist für mich auch der Blumenstrauß und die Sonne, auch wieder eine Heilungsenergie. Und du wirst hier irgendwie etwas sehr, sehr clever anstellen. Und zwar, dass du irgendeinen Ausweg findest, wie du eine Situation für dich in eine neue Stabilität bringen kannst. Wir haben hier zwei Glückskarten, die Sonne und das Kleeblatt, ne? Das ist eine unwahrscheinlich glücksversprechende Konstellation oder eine erfolgsversprechende Konstellation. Du bist, wie gesagt, manchmal vielleicht noch ein bisschen unsicher, ob du den richtigen Weg gehst. Vielleicht machst du dir auch dann noch so ein bisschen Sorgen um die Finanzen, aber das sind auch falsche Sorgen, ne? Also ich sage auch immer hier, das ist dann auch falsche Sorgen. Ich habe wirklich gesagt, eher das Gefühl, dass hier plötzlich unverhofft dir Lösungen einfallen, weil der Blumenstrauß für mich auch immer eine Lösung, wie du hier in diese transformative Energie kommen kannst, in dein Glück, in eine neue Heilung. Ne? Also es kann auch alles, wie gesagt, das Thema Heilung betreffen. Und der Turm steht hier ganz klar für eine neue Reife, Weisheit und Stabilität. Es kann aber auch sein,
dass ja einige auch die Ernährung umstellen möchten. Und da kann es sein, dass ihr erstmal hier dahinter kommt, was braucht ihr eigentlich und was zum Beispiel nicht auf der Ernährungsebene, weil das hier ist für mich auch die Essenskarte, ne? Und es kann sein, dass ihr hier auch zu einer neuen Weisheit kommt, was ihr eventuell braucht, damit es eurem Körper gut geht. Also, weil der Turm ist für mich auch alles, was den Körper an sich angeht. Und da kann es auch sein, dass ihr hier irgendwas verändert, um dann eben in diesen Erfolg zu kommen, den ihr euch wünscht. Ansonsten ist es, wie gesagt, auch Chancen, Möglichkeiten. Der Blumenstrauß steht für mich immer für Angebote, die auf euch zukommen oder die ihr anderen entgegenbringt, ne? Also Wahnsinnsenergien, ihr Lieben. Also da bin ich mal gespannt, was ihr mir berichtet. Auf jeden Fall rechnet hier mit plötzlichen und auch positiven Wendungen. Neue Stabilität. Und wie gesagt, ihr beendet hier, das könnte das ja auch sein, in Verbindung mit dem Tod und den 10 Schwertern. Ne? Ihr beendet ungesunde Muster, falsche Muster, ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte, das beendet ihr hier einfach. Ne? Sorgen, Ängste, alte Verhaltensweisen, ne? Das geht hier einfach raus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in allem, was ihr tut, ne? Und ja, dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.